Hallihallo Freaks, willkommen zu einer weiteren Let's Play von mir, Sulfa, zum Spiel Team Fortress 2. Heute etwas Besonderes in TF2. Wir hatten vor kurzem den Geburtstag in TF2, der wird heute gefeiert. Das noch ein bisschen viel geiler an der Geschichte ist, es gab ein Update. Ich würde es persönlich nennen, das TF2 Geburtstagsupdate, also der 17. Geburtstag von Team Fortress insgesamt. So wie es zumindest auf der Seite steht, okay. Ist eine sehr, sehr coole Sache, das Update. Bringt ein paar Sachen rein, die unerwartet waren, ehrlich gesagt. Beziehungsweise halt so oder so Bugfixes, so ganz typisch halt. Ah, come on, dude. You're going to die. I like that. Schade, das wäre fast ein Header gewesen. Übrigens nur eben aber zur Info, ihr seht ja, mein HUD ist das normale HUD, also gar kein HUD drin ist, ganz normal alles. Hat den simplen Grund da, dass momentan ein bisschen buggt. Come on! Oh shit, das war zu spät. Eigentlich hat man auch unten links so ein 3D-Animationsbild. Ich versuche das mal eben reinzubekommen. Dann erzähle ich ganz, ganz viel vom Update weiter. HUD-Optionen. Enable Roam Vision, wenn AV-able. Nö, ich finde es gerade nicht. Normalerweise müsste das... Ich habe kein Interrupt gesetzt. Shit. Normalerweise müsste sich mein unteres Bild animiert bewegen. Es bewegt sich animiert, man sieht es nur nicht. Man sieht dann die Lichter des Huntsmans. Weil das unten, das links, ist das Bild jetzt immer animiert. Das heißt, auch wenn ich zum Beispiel ein Unusual trage oder meine Waffe wechsle, sieht man das unten. Sehr, sehr coole Sache. Ist natürlich nur für etwas stärkere Systeme empfohlen. Logischerweise, weil das nimmt natürlich nochmal ein großes Stück an Performance und Leistung, weil ja nochmal ein zweites Charaktermodel gerendert wird in dem Sinne. Ja, aber was gab es heute beim Update? Also wie gesagt, nicht nur dieses unten ist neu, sondern auch eine ganze Menge anderes Stuff. Da die größte Änderung ist wohl, dass es das Chemistry Set nun gibt. Das Chemistry Set ist ein Item, was man finden muss. Das muss ich auch erstmal rausfinden. Ich habe nämlich erst gedacht, dass es ein Crafting-Rezept wäre, weil es nämlich so angedeutet ist in dem Sinne. Das war unerwartet. Das war noch unerwarteter. Was war mit dem Soldier los? Komm schon! Oh, noch 103 Schaden. Na, aber das ist gewonnen, Leute. Wenn ich nicht treffe jetzt gerade, so total unskilled. Ja, also dieses Chemistry Set ist ein Item, was man finden muss. Ich vermute, es ist etwas schwerer zu finden. Das Chemistry Set erlaubt es einem, wenn man bestimmte Gegenstände, wo sie dabei stehen, ich guck mal ganz schnell hier, ich tapp mal kurz raus. Das wäre zum Beispiel, oder erstmal der Grundgedanke. Der Grundgedanke ist, dass es jetzt bestimmte Items gibt, die Strangers werden können, und zwar Hüte. Hüte und Misc-Items, oder waren das nur Misc-Items, die jetzt Strange-Qualität haben. Erstmal satten lassen. Unerwartet, aber ich habe das doch schon mal vermutet. Ich bin mir sehr sicher, ich habe das schon mal in irgendeinem Video vermutet, dass das irgendwann mal kommen wird, dass es Strange-Hüte geben wird. Wir sind nun an dem Punkt. Diese Strange-Hüte zählen Rundengewinne, so wie ich das verstanden habe. Allerdings bin ich mir da nicht ganz sicher gerade. Und können bisher nur auf bestimmte Items gemacht werden. Zum Beispiel den Kamerabart oder diese... Ich sag jetzt mal, diese Maske für den Sniper, diese Williams Vile. Wow. Ich weiß irgendwie gerade nicht. Doch, dort hinten. Und ich treffe einfach nichts. Ich bin tot. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Medic, bitte heil mich. Bitte heil mich. Was ein Hurensohn. Asshole. Come on. Why didn't you heal me? I was in front of you. Faggot. Oh, habt ihr das gerade gesehen? Wow. Wow. Entschuldigung, aber ich fasse es ja nicht. Ich meine, wir spielen auf Skull. Ich meine, nein, nicht mal auf Skull ist so ein schlechter Skill-Level vorhanden. Ich fasse es nicht. Entschuldigung, ich muss mich ein bisschen abregen. Wow. Ich glaube es nicht. Das habe ich noch nicht erlebt, so. Nicht so. Genau, wo war ich gerade? Also wie gesagt, einige Items können Strange werden, nicht alle, also von den Hüten her. Oh Gott, shit. Ich brauchte wohl erst Support, um Leute zu löschen, habe ich das Gefühl. Ah! Knapp. Und da kommt ein Heavy. Getroffen, aber auch gestorben, okay. So, und was man für diese Chemistry Sets braucht, das sind dann wieder dieser unterschiedliche für jeden Hut, den es da momentan dazu gibt. Und für so ein Chemistry Set, ich zoome mal hier rein,
braucht man normale Waffen, also zum Beispiel hier Buffalo Steak Sandwich, Solemn Vow, Quick Fix, Sunalistic Bong Atomic und eine goldene Botkiller Raketenwerfer MK1. Und daraus bekommt man dann ein Strangifier, also ein Item, was dann den Hut zu Strange macht, dafür den Villains Vial. Also ein Strangifier für den Villains Vial. Und damit wird das dann zum Strange Item und kann Kills zählen. Lustige Sachen gibt es damit übrigens auch schon, da dieses Villains Vial. es gibt das ja auch in Unusual und dementsprechend haben jetzt einige laufen, einige Leute Strange Unusual Villains Vial rum. Also eine sehr, sehr coole Kombination und sehr, sehr bescheuert irgendwo auch, aber naja. Wenn es nun mal die Möglichkeit gibt, wieso nicht ausnutzen? Und du bist gerade am Arsch. What? Das war unerwartet, gebe ich jetzt zu. Es hat nicht ausgesehen, als ob der das gewesen wäre. Lol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 
Ich habe so das Gefühl, dass so einige Leute gerne die Pompsen als Strange haben wollen. Einfach um Leuten auf den Sack zu gehen. Auffällig. Ja. Ich hätte aber auch schon, ich muss aber sagen, ich habe hier schon besseren Aim gehabt mit meinem Bogen. Heute ist eher so ein bisschen so bläh. 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 Scheiße. This is interesting. Entschuldigung. Würde mich ja ankotzen, wenn ich der Engineer gewesen wäre. Sich einfach headshotten zu lassen. So mal ganz gemütlich. Kudusch. Ach. Nicht getroffen vermutlich. Komm schon, ich weiß, dass der gleich kommt. Naja, zumindest ein bisschen. ja, ich muss noch dazu sagen, es gibt heute noch einen zweiten Blog-Eintrag. Shit. Ah, ich wollte schon sagen. Also, es gab heute noch einen zweiten Blog-Eintrag. Neben dem Update gibt es einen neuen Comic. Wie die meisten von euch sicherlich wissen, bin ich ein großer Fan der TF2 Comics. Und jetzt haben sie angekündigt, was mich sehr gefreut hat. Sie werden jetzt eine Comic-Serie machen. Das heißt, diese Comic-Serie hat nichts wie normalerweise mit einem Update zu tun, sondern ist jetzt eine freie Comic-Serie. Einmal im Monat kommt ein Comic. 40 Seiten war der letzte jetzt. Es dreht sich darum, es geht jetzt um die Nachgeschichte. Was passiert ist nach dem, nach dem ganzen MVM-Debakel. Zumindest halb. Man zeigt jetzt so ein bisschen auf, was passiert ist. Also, ich muss eben den Faden davon wiederfinden. Und ein bisschen Leben finden dazu auch noch eben ganz schnell. Hahaha. Da haben wir ihn. So. Und zwar, der Comic beginnt, dass Saxon Hale wieder so typisch Saxon Hale ist. Also wieder so richtig, ah, scheiße, Mann. Ich bin des Todes. Außer ich... Nein, das ist kein Medikit. Ja, also beginnt denn Saxon Hale so wie, ist, wie Saxon Hale nun mal immer ist. Dann sind sie in der Firma, er fragt so, ja, was ist mit dem, was ist denn mit diesem Kampf gegen Roboter passiert? Und die, seine Mitarbeiter sagen ihm leider, wir haben verloren. Greyman kommt dann in das Büro von Saxon Hale, die reden dann ein bisschen miteinander und, nun ja, Greyman möchte gerne die Firma übernehmen und Saxon Hale sagt, man müsste mich in einem Zweikampf besiegen. Er geht natürlich darauf ein, aber sagt, also, dass die Gründer miteinander kämpfen müssen. Und der Gründer von Greyman ist die Tochter von Greyman. Dementsprechend, Saxon Hale weigert sich... Getroffen. Weigert sich Saxon Hale, das Mädchen zu schlagen. Wo ich sagen muss, eigentlich eine ganz gute Sache. Saxon Hale ist zumindest noch ein vernünftiger Mensch. Nicht so verrückt, wie ich immer gedacht habe, wenn ich mal so ehrlich sein soll. Ich habe echt kein Aim heute. Ah, ich bin des Todes, weil ich hier schon stehe. Oh, ja. Oh ja, ich habe was ganz vergessen, fällt mir jetzt gerade so ein, wo das da unten aufklappt. Ansonsten. Ja, Greyman sagt nein, Saxon Hale sagt nein, er verliert die Firma. Manco gehört nicht mehr Saxon Hale. Manco gehört Greyman im Moment. Echt überraschend, muss ich sagen. Nun, was passiert? Die Administratorin, wie wir sie alle aus den Comicbüchern kennen, die geheimnisvolle Dame, die auch immer die Ansagen macht, so, good route oder... Keine Ahnung, was es für Ansagen gibt jetzt gerade. Oder the control point is being captured. The control point is captured. Keine Ahnung, ihr wisst die Ansagen, ne? Oh Gott. Oh Gott. Perfekt für so einen Jared. Wenn nicht mehr als einen getroffen. Oh Gott. Das hätte ich ja angehört. Schiebi, schiebi, schiebi. Brrrr, ne. Genau. So, Administratorin ist weg, Miss Pauling, die Assistentin von Administratorin, sieht auf dem Bildschirm nur Miss Pauling Hyde. Sie versteckt sich, also sie versteckt sich im Grunde dann und nach einiger Zeit, nach 6 Monaten bekommt sie einen Brief, wo drin steht, trommeln sie die Mercs wieder zusammen. Und sie geht dann auf die, jetzt ist quasi das Ziel des Comics, man geht auf die Suche und versucht alle wieder zu finden, nach 6 Monaten Abstinenz in dem Sinne. Sehr lustig, was aus den Leuten geworden ist, Soldier macht, bietet... Bin ich blöd, come on! You are a faggot too, weil er weggelaufen ist. Das ist schlechtes Teamplay. Das ist absolut... Oh. Na, schade. Nee, aber es ist ja lustig, was aus den Leuten geworden ist. Soldier ist Fremdenführer bei Celebrity-Häusern. Was natürlich nicht funktioniert, weil Soldier keine Celebrities kennt und er so andere Soldaten für Celebrities hält. Weil sie was für dem, was sie durchgestanden haben halt. Ah.
Und ja, ansonsten, er geht dann mit diesen Damen, mit den netten Damen, die er gerade rumführt, geht er denn in ein Haus von so einem berühmten Musiker, der auch so ein Lied gemacht hat, Not My Unusual. Und der wird dann erstmal vom Soldier getötet, was irgendwie sehr passend ist. Gerade auch, also man, es ist eine gute Verbindung, dieser Musik hat wirklich diesen Song Not My Unusual gemacht und dementsprechend hat man ihn wohl reingenommen in den Comic. Sehr geile Verbindung, muss ich sagen, zu TF2. Auf jeden Fall, Merasmus und der Musiker sind, ja, Roommates, also teilen sich eine WG. Soldier kommt, tötet den Musiker. Oh shit, Critty Sticket. Und da der Teamwechsel, auch sehr schön. Oh Gott, ich muss ein bisschen schneller. Auf jeden Fall, also es ist Merasmus, also im Grunde ist jeder TF2-Charakter dabei. So gut wie jeder. So wie gesagt, Soldier ist Fremdenführer. Pyro leitet ein geiles Unternehmen, nämlich Engineer Industries. Leitet der Pyro. Und um den Pyro wieder auf die Seite zu bekommen, zünden sie einfach am Nebengebäude ein Feuer an. Pyro sieht das durch seine Pyro-Vision und dementsprechend... Oh, Feuer! In dem Sinne halt. Und weil das halt so schön aussieht bei ihm, geht er da wieder mit hin. Aber man muss sich einfach nur vorstellen, dass da Pyro ein Unternehmen ein Unternehmen geführt hat, was Millionen Umsätze gemacht hat, wie die auch selbst sagen dort. That was a close one. Das hatten wir doch schon vorhin mal, oder nicht? Eins. Zwei, lol. Und da, ja, ich spiele, glaube ich, mit totalen Depps, hab ich das Gefühl. Aber ich bin heute auch ein Depp, wie man auch schon öfters gesehen hat, ja, vorhin. Oh, schade, Mini-Sentry. Summer. Ja, der Demoman ist arbeitslos und hängt noch zu Hause bei seiner Mutter rum. Die Mutter jammert, dass er keinen Job bekommt. Und ja, sie nehmen ihn dann mit und er ist wieder total glücklich mit. Er spricht ja auch mit seinem sprechenden Schwert, seinem Eyelander, was ja verzaubert ist. Groß und ganz muss man sich die Comic einfach anschauen. Man geht einfach auf die Hauptwebseite von TF2, also teamfortress.com. Und man hat dann einfach, ja, die beiden Blogposts. Also lohnt sich auf jeden Fall, das anzuschauen. Gerade so oder so bei dem Update. Ich habe die Jammit falsch gemacht, ich bin des Todes. Gerade auch mit dem Update, das ist eine ganze Menge neu. Übrigens auch eine coole Sache, es war ja auch ein Bug gewesen, dass es Jammit oder die Mad Mick immer nur auf einen Spieler gegangen ist, statt auf die ganzen Leute, die drumherum standen. Das haben sie auch endlich gefixt. Das war so ein Fix, der wirklich kommen musste. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles soweit durch. Chemistry Set, genau, Bugfixes, bla bla bla. Comic ein bisschen was zu erzählt. Ja, ich kann nur sagen, schaut es euch an, es ist wieder eine ganze Menge nachzuholen im TF2-Universum. Einmal monatlich der Comic, wann die Updates kommen, ist ungewiss. Und man muss sich auch fragen in den Comics, wer ist dieser Grusel, wer ist dieser komische Mann in der Silhouette? Wer kann es sein? Auf jeden Fall so viel dazu, ich hoffe, das Video hat euch gefallen, wenn euch das Video gefallen hat, kommentiert und liken, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.